Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe Let's Play World of Warships. Heute sehen wir mal wieder ein deutsches Schiff und zwar die Graf Spee, den Sechserkreuzer der Deutschen. Und heute wird es definitiv ein wirklich schneller, kleiner, feiner Leckerbissen, würde ich sagen. Denn die Runde ist heute ausnahmsweise mal wirklich kurz. Und solche Runden sehen wir wirklich sehr selten bei Warships. Aber heute ist es dann doch mal so. Und jetzt gehen wir in die Echtgeschwindigkeit, denn so viel passiert jetzt dann in Anführungszeichen nicht mehr, aber ist keine Sorge, es kommt schon Damage. Also das will ich jetzt hier nicht anders sagen. Torpedos auf Backbord. Und hier die Omaha. Omaha, die sollte eigentlich recht flink. Jo, 14. Dellen und weg. Und dann die Leander gleich danach. Er will ja natürlich möglichst nicht seine Breitseite offenbaren. Leander bekommt schon gut Schüsse raus. Aber hier nur 3600 Damage. Er wartet hier noch. Die Torpedos, die will er natürlich jetzt ausweichen. Die Farragut rechts. Da muss er natürlich aufpassen. So, jetzt kann er eindrehen. Hat hier die Heilung aktiv. Hier mal schnell einfach mit den Zitadellen rausgenommen. Und jetzt hat er da die Farragut ganz, ganz nah bei sich. Die hydroakustische Suche ist ebenfalls an. Also, die kommt jetzt hier nicht mehr weg. Bleibt hier auf AP. Aimt einfach mal rüber. Und jetzt schießt er da weiter schön drauf. Die Torpedos, die schauen nicht schlecht aus. Aber Farragut beschleunigt in dem Augenblick wieder. Jetzt kommen hier die Torpedos auf ihn. Jetzt muss er aufpassen. Das ist natürlich jetzt ordentlicher Schwung an Aalen, der da auf ihn zukommt. Und einer sitzt da, aber eben nur einer. Und hier ist jetzt die Farragut raus. Da vorne noch eine Dunkerque. Auch da die alle jetzt auf dem Weg. Jetzt schauen wir mal, was er da noch mit der Fuso neben sich macht. Schöner Treffer, 11.000 Damage. Und ihr seht's oben, liegen schon verdammt gut vorne. Gegner hat schon 4 Schiffe verloren, sein Team noch gar keins. Und mit ihm im Cap haben sie jetzt auch den ersten Punkt für sich eingenommen. Er hätte hier gern Rauch vor sich, aber gerade im Chat geschrieben, denn er weiß natürlich, die Fuso, das ist nochmal ein happiger Gegner. Torpedos direkt voraus. Hier die Torpedos jetzt von vorne. Natürlich ist die keine Gefahr. Und er hat auch ein paar rausgehauen. Die Torpedos, die kommen nicht schlecht. Und ich glaube, da hat die Fuso gar keine Chance, den Torpedos auszugehen. 2 sitzen, 3 sitzen, 4 sitzen. Und dicker Treffer. Er hat zwar auch einkassiert, aber da ist er schon weg. Und ihr wisst, wenn die Tickets auf 0 fallen, dann ist auch die Runde beendet. Deswegen, auch wenn es etwas früher erscheint, sage ich vielen lieben Dank fürs Zuschauen heute mit dieser unfassbar schnellen Runde und bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.